Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Ich finde gerade die Maus nicht. Ich habe rausgetappt. Sehr gut. Ich hoffe, er fliegt gerade nicht. Das ist eine Scheiße. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt habe ich es auch wieder. Nein! What the fuck? Die Maus geht einfach aus dem Spiel raus. Willst du mich rollen? Ich glaube, ich darf nichts drücken. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen nichts drücken. Keine Ahnung, warum die Maus einfach rausgeht. Weiß nicht, was hier los ist. Heute geht es um Gründe, warum Cheater spielen. Cheaten. Warum spielen Cheater? Ich habe mich so ein bisschen im Internet informiert und auch an Gespräche oder Geschreibereien erinnert, die ich früher mal hatte mit Leuten, die mir erklärt haben, warum sie cheaten, beziehungsweise warum man cheatet. Und eben, wie gesagt, auch Dinge, die ich gelesen habe. Und natürlich ist der Grund Nummer eins, ich denke, das kann sich jeder denken, das extrem verschwindend kleine Glied, das man hat und weil man einfach kein richtiger Mensch ist. Aber kommen wir zu den Gründen, die gar nicht so offensichtlich sind. Schon irgendwie, aber nun ja. Also, erstens gibt es ja viele Leute, die sagen, sie cheaten aus Rage, weil sie entweder glauben, der Gegner cheatet oder sie merken, die Gegner sind saugut und sie halt einfach bashen wollen. Der Grund ist, also so ganz tief im Kern der Theorie, ja irgendwie verständlich, es ist zwar keine Ausrede und es ist trotzdem bastardmäßig, wenn man cheatet, also die größte Bastardhaftigkeit der Welt, aber es, okay, dann würde ich sagen, ach so, deswegen hast du, alter Hodenbaron, gecheatet, ich verstehe schon, raus, für immer, verpiss dich, so ungefähr. Dann, ich muss mal ganz kurz achten, was er macht, ne? Nachher, ich laber hier über Cheater und er, krass mal, wie der aussieht, was der für ein Face hat. Ja, ihr könnt übrigens auch gerne, wenn ich halt irgendwas vergessen habe oder wenn euch weitere Gründe einfallen, könnt ihr sie gerne schreiben. Denkt dran, das mit dem winzigen Glied und dass die Leute eigentlich keine Menschen sind, habe ich schon gesagt. Das müsst ihr nicht noch extra dazu schreiben. Das habe ich schon. Habe ich schon gesagt. So, da gibt es viele Leute, die einfach aus Kuriosität cheaten. Sie wollen wissen, wie das so ist. Wie ist das so zu cheaten? Die holen sich einen Account und cheaten halt mal ein bisschen rein. Also cheaten dann höchstwahrscheinlich auch, weil sie sich ja gar nicht mit Cheats auskennen, so offensichtlich rein, dass der Account weg ist. Das ist also praktisch wirklich. Krass, Mann, was ist hier los? Die sagen sich, ich cheate und dann ist der Account weg, ist mir scheißegal, wie auch immer, Lerum Larum, ich will es mal testen. Nur um zu wissen, wie es so ist. Ich denke, die meisten Gründe sind irgendwie zu verstehen, aber nicht in der Hinsicht verständlich, dass man sagt, ach so, deswegen hat er gecheatet, dann ist es ja in Ordnung. Nein, das niemals, nur um das nochmal gesagt zu haben. Was macht er? Gar nichts? Ich wollte gerade um die Ecke gucken, wie so ein Kind, das Autospiele spielen. Der macht gar nichts. Was macht der? Was soll ich ihm drücken? Gar nichts. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Der hat gerade eine Waffe dahin geworfen, ne? Oh, der Headshot war aber dann... Obwohl. Ja. Er sieht den da unten. Ich glaube, er hat ihn durch die Wand gesehen, ne? Gott, wohin der aimt? Um Gottes Willen! Da gibt's Cheater. Es ist fast so ein bisschen wie der erste Punkt. Die cheaten, weil sie halt schlecht sind. Ja? Und um das zu kompensieren, cheaten sie. Damit sie auch mal auf dem Leaderboard ganz oben stehen oder sowas. Ich denke, sowas machen meistens sehr junge Leute, sehr viele Kinder wahrscheinlich. Die halt einfach mal oben stehen wollen. Das ist echt ein bescheuerter Grund. Da würde ich sogar fast sagen, das ist noch nicht mal nachvollziehbar. Also, wie kann man sich sagen, ich bin so schlecht, dann cheat ich lieber mal, damit ich irgendwo oben stehe. Das ist irgendwie merkwürdig. Und übrigens den ersten Punkt, um dann ja noch mal ein Stück auszubauen. Manche Leute sagen, dass sie cheaten, weil sie glauben, dass im Gegnerteam einer cheatet. Weil sie glauben, dass im Gegnerteam einer cheatet. Und dann cheaten sie. Es klingt so bescheuert. Das ist so, wie wenn jemand auf der Straße Nazi sieht und sagt, diese verfickten Nazis, weißt du was, ich werde auch einer. So irgendwie. Es macht keinen Sinn, dagegen zu cheaten. Also, wenn man kann sich nicht darüber aufregen, dass jemand cheatet und dann selbst cheaten. Das ist wirklich irgendwie sinnfrei. Es ist dann eher nachvollziehbar, wenn jemand sagt, die Leute, da drückt mich einer und ich will dem zeigen, wo der Hammer hängt oder sowas. Obwohl es natürlich trotzdem bastardmäßig ist. Hat er gerade eben die Ding gehabt? Ah ne, ich dachte kurz, der hat dieser Alligator. Aber der hat ja Elites und keine P250 ist das, glaube ich. Ja, was gab's noch? Mir hat sogar mal jemand ganz kurios gesagt, er hätte eine Wette verloren und hat deswegen gecheatet. Also es lief darauf hinaus, dass sein Account dann auch gelöscht wurde. So, also natürlich bekommst du von Cheatern die unglaublichsten Geschichten, warum ihr Account generell gebannt wurde. Wie, das war's schon. Es gibt auch Leute, wenn du nur fragst, warum hast du nur einen Wackbann, dann heißt es ja, mein Account wurde gehackt. Und Gott, was gebe ich denn dem jetzt? Ich weiß es nicht. Also durch die Wand hat er schon so ein bisschen gespitzelt, oder? Oder doch nicht? Was hat er gemacht? Ich würde sagen, er hat gerade vorhin einmal als auf Connector einer runterkam, er stand Mitte oben, den hat er halt einfach Shoulder gepiekt durch die Wand. Und wusste, dass da einer steht.
Aber dann wiederum später gab es eine Runde, wo er das nicht gemacht hat. Hm. Ich lasse es jetzt trotzdem mal. Ich bin mir da trotzdem sicher genug, dass er wahrscheinlich Vision Assist hatte. Ah, ich hoffe, ich warte kurz. Wenn ich mich gleich schlecht fühle, dann war es falsch. Nö, der hat gecheatet. Ja gut, jetzt sind wir ja eigentlich schon durch. Ich werde es einfach nächstes Mal weitererzählen, beziehungsweise da dann Teil 2 machen. Mal gucken, was ihr so schreibt. Also es gibt natürlich noch ganz viele andere wirklich bescheuerte Gründe und auch Erklärungen, warum und hin und her. Es gibt Leute, die sagen, sie haben aus Versehen gecheatet. Ohohoho. Da kriegst du dann sowas gesagt wie, ja, mein Freund war am Computer, da war dann irgendwas offen, so ein komisches Ding. Und ich habe da so ein bisschen dran rumgeklickt, habe den Cheat eingestellt. Und dann habe ich auf einmal gecheatet, das wollte ich gar nicht. Und so ein Schwachsinn. Leute! Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.